Wir haben heute einen regelrechten Tsunami an Zinsanhebungen gesehen und ich bin ja schon 2-3 Tage an den Märkten, aber kann mich nicht erinnern, dass so etwas schon mal passiert ist, so gehäuft, so in der Dimension wie heute. Und wir wollen uns das Geschehen mal anzeigen. Die Notenbanken bekämpfen also weiter eine Inflation, die in der Headline-Zahl praktisch ja schon deutlich zurückgegangen ist, aber nicht in der Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie. Da ist strukturell offenkundig Inflation und die Notenbanken waren ja mehr oder weniger alle zu spät dran bei der Bekämpfung der Inflation. Deswegen müssen sie wahrscheinlich auch noch eine Strecke zurücklegen, auch wenn die Konjunktur schon deutlich nach unten zeigt. Und die Anleihemärkte sagen, Jungs, da kommt eine dicke Rezession. Die Aktienmärkte sagen, nö, das wird eine weiche Landung, eine ganz butterweiche Landung. Und deswegen erlauben wir uns Bewertungen, gerade im Tech-Sektor, die Elon Musk und SpaceX praktisch vor Neid erblassen lassen würden, nämlich in der Dimension, in der Höhendimension, in der das Ganze stattfindet. Aber schauen wir uns das Geschehen mal an. Wir hatten vor allem die Bank of England, die wichtigste Notenbank heute wahrscheinlich weltweit gesehen, die heute dran war, große Zinsanhebung, also 0,5 von den Märkten nicht erwartet. Es gab schon das Restrisiko, ja, vielleicht werden die doch ein halbes Prozent anheben, nachdem die Inflationsdaten aus UK deutlich höher ausgefallen waren. Dann Norwegen, weniger wichtig, aber eben für Skandinavien schon ein Faktor, auch 0,5%, hatte man auch nicht damit gerechnet. Dann die Schweizer, die einen Viertelprozentpunkt angehoben haben, war so erwartet. Und wir haben auch Jerome Powell, der heute ja vor dem Abgeordnetenhaus oder im Komitee des Abgeordnetenhauses heute wieder sich den Fragen gestellt hat. Da hat er gesagt, ja, ein oder zwei Zinsanhebungen, das ist das, was praktisch alle in der Fed erwarten. Und dann hatten wir noch die Türkei, die mal eben die Zinsen um 6,5% angehoben hat, von 8,5% auf 15%. Aber die Märkte haben erwartet, dass da noch mehr kommt auf 20%. Denn die Inflation in der Türkei ist zwar von weit über 80% zwar runtergekommen auf jetzt knapp 40%, aber der Leitzins ist noch deutlich unter der Inflation. In Reaktion auf diese doch geringere Zinsanhebung, da wird Erdogan ein Wörtchen mitgesprochen haben, ist die Lira auf ein neues Allzeittief gefallen, 2,5%. Und wenn wir uns das mal anschauen, Dollar-Lira, dann sehen wir, 2021 waren wir noch knapp unter 8. Jetzt sind wir bei 24,5. Das heißt, der Dollar ist dreimal so viel wert geworden in naja, 2,5 Jahren, könnte man sagen. Knapp 2,5 Jahren. Das ist schon, naja, wie soll man sagen, eine krasse Entwertung, die natürlich ein Riesenproblem für die Leute in der Türkei ist. Die haben den Erdogan trotzdem gewählt, weil der eben zumindest einen gewissen Wohlstand gebracht hat. Die Leute auf dem Land Kredite bekommen haben. Das wird, glaube ich, in Deutschland zu wenig gesehen, dass gerade die türkische Landbevölkerung kaum Kredite bekommen hat. Und der Erdogan hat sich das geändert. Deswegen hat er eben diese Wählerbasis, die zu ihm steht. Und insgesamt, wenn wir uns jetzt mal die Zinsentwicklung anschauen in den USA oder die Erwartung der Märkte, genauer gesagt in den Fed Fund Futures, dann sehen wir, im März hat man gedacht, na ja, da wird ja schon richtig bald was nach unten gehen mit den Zinsen. Da hat man praktisch sofort einsetzende Zinssenkungen erwartet. Das tut man jetzt nicht mehr. Zinssenkungen eigentlich für 23 jetzt ausgepreist. Ab 2024 so die Erwartung der Märkte, könnte es mit den Zinsen nach unten gehen. Und das ist schon ein ziemlicher, eine ziemliche tektonische Verschiebung. Dann heute ein Papier eines Fed Economist, der sagt, also wir müssten jetzt noch viel mehr Liquidität entziehen von den Märkten, nämlich 90% des Geldes, das wir in die Märkte gepumpt haben, das müssen wir wieder raussaugen. Das würde bedeuten, dass die Bilanzsumme massiv nach unten kommen, wäre nicht schick für die Märkte, denn da gibt es ja schon einen gewissen Zusammenhang zwischen Liquidität, die Notenbanken auch über ihre Bilanz halten, und den Aktienmärkten. Paul heute mit der Aussage, ja, wir werden wahrscheinlich die Eigenkapitalanforderungen für die großen Banken um 20% erhöhen. Das hat den großen Banken nicht so richtig gut gefallen, wie Sie hier sehen. Links unten,
insgesamt mehr oder weniger the pretty opposite of yesterday, also ziemlich genau das Gegenteil von gestern. Gestern hatten wir viel Grün, aber die großen Tech-Werte waren teilweise deutlich im Negativen. Daher die Indizes vor allem oder die Nasdaqs praktisch ziemlich unter Druck. Heute sehen wir Russell 2000 wieder schwächer, der Nasdaq noch der beste Index. Also wieder diese Rotation aus der Rotation in die Rotation. Das klassische Bild eigentlich der letzten Zeit. Und damit bleibt die Marktbreite extrem schlecht. Goldman Sachs sagt hier, wir haben so eine schlechte Marktbreite eigentlich seit der Internetblase nicht mehr gesehen. Kein Wunder, jetzt haben wir die KI-Blase, da macht man ähnliche Dinge. Blase ist Blase. Also eine Blase ist, wenn Erwartungen praktisch unreflektiert übertragen werden auf eine Zukunft, die in der Regel nicht der Fall ist. Das war beim Internet so. Ja, da gab es einzelne Firmen, die das große Ding gemacht haben, aber die allermeisten nicht. Das wird auch bei künstlicher Intelligenz so sein. Und das passt in diese Euphorie, die derzeit noch der Fall ist. Wir sehen hier die frische AAII-Umfrage unter Privatinvestoren. Der Anteil der Bullen ein bisschen weniger, aber mit 42,9% noch klar die Mehrheit. 27,8% Bären, also ein paar haben sich ins Bärenlager getraut. Der Fear and Greed Index jetzt bei 79, nur noch moderat extreme Gier, könnte man sagen. Und für die Aktienmärkte jetzt eben der entscheidende Punkt. Kommt eine Rezession? Ja oder nein? Und das wird eben dann über die Frage entscheiden, ist das eine Bärenmarkt-Rallye oder ein neuer Bullenmarkt? Denn wir haben eigentlich noch nie gesehen, dass der S&P 500 einen Boden gefunden hat, bevor es zu einer Rezession kam. Wenn eine Rezession kommt, so Goldman Sachs, dann dürfte der S&P 500 23% auf 3.400 Punkte fallen und Nordea, die am Markt wahrscheinlich die besten Modelle haben, sagen, ziemlich heftige Rezession, die dann kommt, die wird langsamer kommen, als viele gedacht haben und später kommen, aber dafür wird sie tiefer, länger dauern als erwartet und man zeigt hier mit diesen Modellen, wo die Reise hingeht. Das gilt vor allem für die USA. Monetary Gravity takes time, also die Zinsen, die ja sehr schnell erhöht worden sind, das braucht, bis sich das durchs System wälzt. Aber dann kommt das eben wie bei einer Tsunami-Welle und diese fehlende Marktbreite, so sagte JP Morgan, ist wirklich ein Problem. Denn wenn die Aktien jetzt noch nicht gelaufen sind, wo die Hoffnung noch da ist, dass eine weiche Landung, eine butterweiche passieren kann, dann wird es schwierig, denn jetzt kommen die Gegenwinde für die Aktien, denn vor allem die Konsumenten, die werden bald schwächer werden, weil diese Ersparnisse, die man noch hat aus den Stimuluszeiten, die werden bis Oktober praktisch verschwunden sein. Das heißt, die pfeifen schon auf dem vorletzten Loch. Dazu Liquidität, die entzogen wird, wahrscheinlich weiter durch die Notenbanken. Und entscheidend ist jetzt praktisch der Service-Sektor, der ja bisher diese Inflation erzeugt, der bisher richtig gut dasteht, anders als das Gewerbe, als der Gewerbesektor. Und hier werden wir darauf achten, wir bekommen morgen die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA. Das wird sehr, sehr wichtig werden. Wenn dieser Sektor auch kippen sollte, wie wir zuletzt ja beim ISM Service schon gesehen haben, der nur knapp über 50 war, also praktisch hier knappe Expansion noch angezeigt hat, dann wird es interessant. Chemieaktien sind vielleicht hier so ein Canary in the Coal Mine, ein Kanarienvogel in der Kohlemine. Die entwickeln sich auffallend schlechter. Und hier sagt ein Analyst, also passt mal auf, ich finde das ein bisschen seltsam. Er hofft auf eine harte Landung und das kann aber auf eine weiche Landung, aber das kann eigentlich nur dann funktionieren, diese Auffassung, dass das Schlimmste bereits hinter uns ist, kann nur dann funktionieren, wenn eigentlich die Zinsen jetzt sehr, sehr bald gesenkt werden. Wenn nicht, dann wird es eben so sein, dass diese Zinsanhebungen mit Zeitverzögerung wirken und die Fed wahrscheinlich noch nicht mal fertig ist, jetzt die Zinsen anzuheben. Heute haben wir wieder Daten aus den USA bekommen. Leading Indicators, Frühindikatoren, 14. Monat in Folge negativ. Es gab immer eine Rezession bei einer solchen Häufigkeit. Wir sind jetzt 7,9% gefallen zum Vorjahr. Wir haben dann zum Beispiel heute interessanterweise auch die Existing Home Sales gesehen, die Verkäufe bestehender Häuser. Die waren ganz anständig eigentlich, aber die Preise sind deutlich gefallen, nämlich 3,1%. Das ist der größte Rückgang in einem Monat seit Dezember 2011. Aber
Aber es gibt jemanden, den ich sehr schätze, Mark Zandi, der sagt, naja, diesmal ist alles anders. Würde mich sehr, sehr wundern, denn eigentlich sprechen alle Parameter für eine kommende Rezession. Aber wer weiß, vielleicht hat auch Zandi recht. Die Anleihemärkte jedenfalls sagen das Gegenteil. Wir sehen jetzt die 10- und die 3-monatige US-Staatsanleihe seit 154 Trading-Tagen invertiert. Das ist die viertlängste Strecke in der Geschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. In Deutschland die Invertierung der Zinskurve 2- und 10-jährige jetzt fast 1%. Das ist die invertierteste Zinskurve seit 1992. Also in Deutschland haben wir ja schon eine Rezession. Dass das schlimmer wird, ist absehbar, denn hier sehen wir, dass invertiert sind fast alle Zinskurven weltweit. Wir sehen die wirtschaftliche Abschwächung beim Economic Surprise Index, der klar nach unten weist. Und ja, Deutschland scheint wieder der kranke Mann Europas zu werden. Kein Wunder bei der Energiepolitik, dass das nicht ohne Folgen bleibt, ist auch klar. Aber hier sehen wir, wir haben die schwächste Wachstumserwartung von allen Ländern, die hier in der Eurozone ein bisschen Gewicht haben. Das spricht letztendlich schon Bände. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Empfehlungen. Und das ist genau das, was ich hier angesprochen habe. Marco Kolanovic sagt, also wenn jetzt die Fed die Zinsen nicht bald senkt, dann haben die Aktienmärkte ein riesiges Thema. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Auf der anderen Seite gibt es große Short-Wetten auf US-Aktien im Volumen von einer Billion Dollar. Short-Squeeze ist also immer wieder möglich. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, bevor mich die Stimme verlässt. Inflation, wie Deutschland die Teuerung in Europa erhöht, das hat mit dem 9-Euro-Ticket zu tun, dass die Inflation lange gedämpft hat. Das ist im August 2022 abgeschafft worden. Das wird jetzt ein Faktor, der eine große Rolle spielt, auch für die Inflation insgesamt in der Eurozone. Und dann wird ja jetzt die Lkw-Maut verdoppelt, mal eben ganz sportlich in Deutschland. Das wird dazu führen, dass die Lebensmittelpreise in Deutschland steigen, denn die Logistiker werden das an die Kunden weitergeben, for sure. Dementsprechend wird das der EZB Kopfschmerzen bereiten. Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, ich sage Servus. Ciao.